Wieso macht das Denken glücklich? Wieso macht Denken glücklich? Ich glaube, Denken macht glücklich, weil es uns hilft, unsere Gedankenmuster anzuschauen, unsere Überzeugungen, unsere Haltungen, die leider Gottes eben nicht immer dazu beitragen, dass wir ein gutes oder ein glückliches Leben führen. Aber kann man das Glück erzwingen? Das passiert doch einfach, oder? Naja, erzwingen kann man das Glück, glaube ich, nicht. Es gibt tatsächlich auf der einen Seite diese Glücksmomente, die fallen uns wirklich zu. Die sind einfach die schönen Dinge des Lebens, die passieren, wo wir uns einfach glücklich fühlen, ohne dass wir irgendwas dafür tun. Aber es gibt Glück, das hat sehr, sehr viel mehr damit zu tun, wie wir unser Leben gestalten, wie wir aufs Leben gucken. Und das können wir tatsächlich schon mit beeinflussen. Unser Denken hilft uns eben auch, unsere Lebensskripten selber noch mal ein bisschen anzuschauen. Wenn ich zum Beispiel einfach auch aufgrund von Erfahrung durch meine familiäre Sozialisation mir verinnerlicht habe, dass das ganze Leben ein Kampfplatz ist, dann werde ich wahrscheinlich nicht unbedingt wirklich entspanntes oder glückliches Leben führen. Und das Problem ist, wenn ich diese Grundüberzeugung halt, wird sich die auch tatsächlich bestätigen. Aber es ist interessanterweise eben keine Tatsache des Lebens, sondern es ist eher eine meiner Haltungen. Epiktet, einer von den großen stoischen Philosophen, hat es mal so schön gesagt, es sind nicht die Dinge selber, die uns glücklich oder unglücklich machen, sondern es sind vielmehr unsere Meinungen, die wir über die Dinge haben, also wie wir Dinge bewerten, das, was uns widerfährt. Und das hat eben etwas damit zu tun, was ich beeinflussen kann. Die Ereignisse selbst, die passieren mir. Aber meine Haltung dazu, das ist wieder etwas, was wirklich in meiner Hand liegt. Und dazu kann das Denken wieder helfen, eine notwendige Korrektur vorzunehmen. Unsere Meinungen, unsere Überzeugungen, die sind fast sowas, ne, wie eine Brille, mit der wir durchs Leben laufen. Ne? Egal, also was für eine Tönung ich hier drin habe, die bestimmt letztendlich auch, was ich sehe. Und ich würde sagen, das Denken könnten wir so vergleichen mit einem Brillenputztuch. Es schafft es ein bisschen, die Brille wieder sauber zu reiben. Auch vielleicht eine andere Sichtweise mal wieder in den Blick zu bekommen, die wir so vorher einfach nicht hatten, weil es so geprägt ist durch eben unsere Vorerfahrungen. Und da kann das Denken einfach helfen, es kritisch zu reflektieren. Und besonders gut gelingt es in der Regel, wenn wir halt bereit sind, uns auch mal mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, also auch Leuten, die nicht immer nur genau die gleiche Meinung oder Haltung zu einer Sache vertreten wie wir selbst. Besonders gut gelingt uns das, wenn wir uns mit Menschen zusammentun, die glücklich sind, die ein gutes, ein gelingendes Leben führen, denn die haben in der Regel nämlich schon Strategien entwickelt, beziehungsweise sind eben von ihrem Naturell so gestrickt, dass sie auch die Möglichkeit haben, die schönen Seiten des Lebens zu sehen. Und sich von solchen Menschen inspirieren zu lassen, das ist, glaube ich, etwas, was auch dem eigenen Glück zuträglich ist.